So, heute machen wir mal wieder einen Teilbarkeitsbeweis, okay? Und zwar wollen wir das Folgende beweisen. Für alle A, B, C, D vom Typ Z gilt, wenn A B teilt und C D teilt, dann teilt auch A C B D. So, ne? Also A teilt B und C teilt D und wir behaupten jetzt, dass wenn ich A mit C multipliziere, dass dieses Produkt dann auch B mal D teilt. Gut, das ist wieder eine Allaussage, die bewiesen werden muss und insofern sagen wir erstmal, dass A, B, C und D fest, aber beliebig sind. Es seien A, B, C, D fest, aber beliebig. Dann das, was zu zeigen ist, das hier hinten, das ist eine Implikation. So. Wir wollen zeigen, dass wenn A B teilt und C D teilt, dass dann auch A C B D teilt. Wir gehen also mal davon aus, dass A B teilt und C D teilt und zeigen dann, dass auch A mal C B mal D teilt. Es gelte, A teilt B und C teilt D. Also wir gehen mal davon aus, A teilt B und C teilt D und dann ist zu zeigen, zeige AC teilt BD. So, okay. Gut, unser Ziel ist also, in irgendeiner Weise durch mathematisches Arbeiten aus dem, was wir wissen, das herauszuarbeiten, was wir zeigen wollen, dass am Ende dann dasteht A mal C teilt B mal D. So, wir müssen aber davon ausgehen, dass wir wissen, ne? Wir dürfen jetzt ausgehen von allen Definitionen, die wir haben und von allen Aussagen, die bereits gelten. So, und es gelten ja gerade zwei Aussagen und dann gehen wir mal davon aus, würde ich sagen, ne? Es gelte zum Beispiel A teilt B. So, das heißt, wir wissen, A teilt B. Daraus, oder da kann man gleich mal die Definition anwenden der Teilbarkeit. Das empfiehlt sich an der Stelle häufig. A teilt B, was bedeutet das eigentlich? Nach der Teilbarkeitsdefinition bedeutet das, es existiert irgendein Q aus Z, sodass A mal Q gleich B ist. So. Und das Ganze gilt natürlich auch für die zweite Aussage, von der wir wissen, dass sie gilt, es existiert, na gut, jetzt können wir nicht nochmal sagen, es existiert ein Q, also sollten wir uns einen anderen Buchstaben ausdenken, P, X, S oder irgendwas, was noch nicht verwendet wurde. Wir können aber auch hier mal ein Q1 draus machen und dann machen wir da ein Q2 draus. So. C mal Q2 ist gleich D. So, und jetzt müssen wir ja irgendwie hinkommen, hier unten zu AC teilt BD. Das muss am Ende rauskommen, ne? AC teilt BD. So, und jetzt ist das so eine typische Stelle, an der man kreativ sein muss. Jetzt braucht man Intuition. Beweisen ist keine Sache, die sich schematisch abarbeiten lässt, sondern es gibt gewisse Bereiche, in denen Schemata helfen, wie das, was wir bereits gemacht haben. Aber man kommt immer oder oft an den Punkt, wo man sagt, okay, hier brauche ich jetzt eine Idee. So, welche Idee könnte man haben? Wir wollen ja A mal C teilt B mal D haben. Na gut, man könnte vielleicht folgende Strategie erstmal anwenden. Wir sagen, wir arbeiten nochmal rückwärts, also wir gehen nochmal von hinten nach vorne. Was bedeutet denn AC teilt BD? Naja, wir wissen, oder wir wollen haben, AC mal Q3 ist gleich B mal D. Also, dass dieses Q3 existiert, das existiert
Das lässt man bei den Beweisen auch häufig weg, wenn man sagt, naja gut, das ist klar, ne? Was damit gemeint ist. So. AC mal Q3 gleich BD, daraus folgt AC teilt BD. Ne? Oder das ist eigentlich ein genau dann wenn, aber da können wir auch sagen, das folgt daraus. So. Wir wollen jetzt also uns so vorarbeiten, dass letztlich AC hier AC mal Q3 dasteht und das gleich BD ist. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass man einfach mal diese beiden Gleichungen, jeweils die linke und die rechte Seite, miteinander multipliziert. Dass man sagt, was ist denn b mal d? Das steht ja hier unten schon, ne? B mal d steht hier unten schon. Hier. Und das steht auch hier auf den rechten Seiten. Das heißt, wir könnten jetzt erstmal sagen, na gut, jetzt multiplizieren wir doch mal die beiden rechten Seiten und die beiden linken und schauen, was dann passiert. So. Also hier oben wissen wir jetzt a teilt b, genau dann, wenn das da gilt und c teilt d, genau wenn das da gilt. Und jetzt wissen wir, dass das jetzt gilt. Also wir wissen, es existiert ein Q1 und Q2, sodass diese beiden Gleichungen gelten. Also gelten diese beiden Gleichungen, also kann ich jetzt diese verwenden. Ich schreibe jetzt mit b mal d. Was ist das? Das ist a mal Q1, das ist ja b, mal c mal Q2. So. So, und jetzt kann ich ja, muss ich die linke Seite, also die rechte Seite ist schon mal die gleiche hier, ne? Schauen wir mal. So, die rechte Seite ist schon mal die gleiche. Und jetzt muss ich ja die linke Seite noch von dieser in diese überführen. Wenn das funktioniert, dann habe ich den Beweis, dass er gelungen. Ja? Und das ist ja eigentlich auch nicht so schwer, wenn man jetzt gleich sieht, sondern man muss einfach hier vorne das Kommutativgesetz anwenden. Und dann steht da a mal c mal Q1 mal Q2 ist gleich b mal d. Der einzige Unterschied, den es jetzt noch gibt, ist, hier steht Q1 mal Q2 und da Q3. Wir müssen ja zeigen, dass ein Q3 existiert, sodass diese Gleichung hier gilt. Und jetzt sieht man, aha, hier oben gilt bereits, dass a mal c mal Q1 mal Q2 gleich b mal d ist. Das heißt, es gibt eine Zahl, die ich an a mal c ran multiplizieren kann, nämlich gerade Q1 mal Q2. Wenn ich diese ganze Zahl hier an a mal c ran multipliziere, kommt b mal d raus. Und das ist gerade mein gesuchtes Q3. Also kann ich doch hier hinschreiben mit Q3 gleich Q1 mal Q2 gilt das da unten, ne? Ich habe also eine Zahl gefunden, die an a mal c ran multipliziert wird und b mal d kommt raus. Also bin ich fertig.